So, Chicos, ihr seht schon, KI-Schwierigkeit schwer. KI schwer bei uns normal lassen, weil ich glaube, wir werden sonst arge Probleme kriegen mit dem Geld. Wir hatten in dem Probelauf schon richtig, richtig Schwierigkeiten und jetzt haben wir drei andere Brands mit drin. Wir sind bei der WCW, Stephanie McMahon ist bei Raw, Xavier Woods haben wir reingenommen, den OP-Manager, der ist bei SmackDown, glaube ich, oder ist er bei NXT? Und McFoley müsste bei SmackDown sein, meine ich. Und wenn ich hier auf schwer stelle, seht ihr schon, Budgetreduzierung in späteren Saisons, wo wir sowieso schon Probleme mit hatten. Hohe Moralverluste für das Ausscheiden von Keepers und Superstars. Was ist denn Keepers? Safe, normal, spielst du auch mit drei anderen. Normal, 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 normal. Lass so, soll ja auch Spaß machen. Ich würde auch sagen, wir machen normal. Ich glaube, das ist schwer genug. Weil wir müssen bedenken, die anderen haben die Kohle auch. Wir nehmen die Mitte, ne, drei. Wir machen wieder Snake Order, dass alles durchgemixt ist. Shake-Ups sind drin. Draft Poll ist ein Erstellter drin. Ich habe einen selber erstellt. Ist jetzt keine große Kunst. Aber ich glaube, wer nicht mit drin war, war der alte Hulk Hogan. Der ist jetzt mit drin. Batista in seinem ersten Gimmick ist mit drin. John Cena als Prototyp ist mit drin. John Cena als Heel ist drin. Und der Cena von jetzt ist drin. Orton Jung und Lesnar Jung sind drin. Die anderen müsst ihr gleich selber sehen. Die meisten sagen normal Sheamus, ja. Ja, seid ihr ready oder was? Dann würde ich sagen, gehen wir rein, ne? Let's go! Jeder Gem beginnt mit einem Budget von 3 Millionen. Draften abwechselnd, gibt 9 Runden. Das kennen wir alles. Abfahrt. Wir dürfen anfangen. Und ihr seht schon, Jay Wright, Sting sind am Start. Und das sind nicht alle. Jay White ist drin, Sting. Wir gucken mal, wer hier so vorgestellt wird. Hier. Heel Asuka ist drin. Asuka normal. Und Heel Asuka ist am Start. Matt Hardy ist am Start. Keith Lee ist am Start. Brian Cage ist am Start. Kommt hier noch einer. Scarlett ist da. Mandy Rose ist da. Buddy Murphy ist da. Maryse habe ich eingestellt. Ein paar sind drin. Es gibt aber noch mehr. Jetzt ist die Frage, womit gehen wir rein, womit gehen wir nicht rein? Woher? Könnt ihr euch alle runterladen? Könnt ihr euch alle kostenfrei im Creator-Dings runterladen? Wo kann ich gucken? Der einzige Nachteil ist, Promo-Qualitäten ist random leider. Also da musst du Glück haben, dass die Promo können. 4 von 5 ist sogar noch akzeptabel. 4 von 5 ist akzeptabel. Aber das ist immer random leider. Welchen GM? Ich habe auch Eric Bischoff genommen. Eigentlich müssen wir Sting nehmen, ne? WCW, eigentlich müssen wir Sting nehmen, Chat. Wenn wir im WCW-Brand sind, wenn einer WCW ist, dann Sting. Wir starten mit Sting. Komm, hopp. Cena geht nach Raw. Reigns nach SmackDown? Ja, Reigns nach SmackDown. Nein! Nein! Ach, komm schon! Ach, komm schon! Das ist nochmal neu anfangen, Chat. Wir fangen nochmal neu an. Was heißt, SmackDown holt sich einfach Reigns und Orton? Ja, perfekt. Wir müssen ja Rollins nehmen. Nimm Seth mit. Ray, eigentlich... Ray kannst du immer gut einsetzen, weil der Cruiser ist. Einfach aufgrund seiner Klasse. Und der war halt auch bei der WCW. Klar, nicht in dem Gimmick. Ich hätte ihn gerne ohne Maske gehabt. Das wäre geil gewesen mit Baggy. Aber ich glaube, wir gehen mit Ray. Danach müssen wir gucken, dass wir einen Riese kriegen. Im besten Falle bleibt Gunther drin. Wir gehen mit Ray. Okay, die gehen jetzt auf Diven. Na komm schon! Ja, komm ey! Kackrunde! Müsst halt jetzt aber auch mal nach Diva gucken, ne? Rhea Ripley, ja. Ich glaube, wir nehmen Shotzi. Shotzi als Cruiserin passt. Ey, die wählen aber gut, ne? Die wählen echt nicht verkehrt. Die wird halt echt gut bei uns ins Roster passen, ne? Dolin, grüne Haare, schwarze Haare,
orangene Haare und dann noch irgendeine Blonde holen. Ich nehme die mit. So, und jetzt brauchen wir einen Heal. Robert Root? An für sich auch nice. Wobei, wir dürfen auch nicht vergessen, wir können ja noch kaufen, ne? Legenden und sowas alles. So eine Nash ist eigentlich auch Pflicht. Ich bin auch am überlegen, Chat, ob wir Strowman mitnehmen. Wir können ihn ja turnen lassen. Und das werden wir auch machen. Sammy geht nach Raw. Dana Brooke nach SmackDown. Escobar nach NXT. Yo Sky. Robert Root nach SmackDown. Und R-Truth nach SmackDown. Okay, okay. Wir müssen halt auch vom Geld gucken, ne? Wir können hier oben jetzt nicht alle wegnehmen, sonst haben wir keinen Roster. Die sind zu teuer hier alle. Oder wir changen Paul als... Oder wir lassen Paul als Heel und changen... changen Rollins. Weil Rollins gegen Sting kannst du halt auch machen. Wir nehmen Logan mit, komm. Wir wollten den im Dings haben, im Probelauf. Haben wir gute Möglichkeiten mit ihm. Aber jetzt müssen wir ein bisschen auf Kohle achten hier. Das ist der Unterschied zwischen NXT, SmackDown, WCW und so weiter. Patze, die haben alle andere... wie nennt sich da? Alle andere Eigenschaften von Karten, die du bekommst. Austin Theory. Dass Edge so lange da drauf bleibt, ne? Kofi geht. Doudrop nach NXT. Shelton nach NXT. Tiva nach SmackDown. Rick Books nach Raw. Weil wir haben jetzt eine Option für Tag Team Chat. Weil ich sag euch ganz ehrlich, auch in Real Life, Logan Paul und Austin Theory könnte man zusammenpacken. Dragunov mitnehmen. Ja, chillen. Das Problem ist aber, das nimmt mir halt Spots weg. Und Heel Turn kostet halt auch Geld. Ne? Ich glaube 10k. Ich glaube, wir gehen mit Indy und danach machen wir Ende. Scarlett nach SmackDown. Commander Aziz als Riese zur NXT. Natalya auch nach NXT. Raquel nach SmackDown. Und Zoe Stark nach Raw. Und wir beenden den Draft. Würde ich sagen. 2, 4, 6, 8, 10, 11 Stück. Auch nicht viel, ne? Free Agents vielleicht noch, denkst. Ja, das ist ja die Möglichkeiten, die wir haben. Oder auch mit den Legenden. Weil ich weiß, ich habe super viele noch hinzu. Wir machen nichts mehr, Chat. Wir machen nichts mehr. Weil ich weiß, wen ich noch mit reingepackt habe. Wir machen erstmal nichts mehr. Wir schicken so durch. Das ist unsere Card. Ich denke, damit können wir arbeiten, oder? Edge geht doch noch nach SmackDown. Die haben nochmal investiert. Cody Rhodes geht nach NXT. Boah, NXT aber auch einen starken Kader, ne? Wow, und Cage geht nach SmackDown. Uff. Boah, die haben starke Kader, Alter. Puh, Bruder. Mit Baylor und Root noch. Foley hat auch gut eingekauft. Und viermal kommt auch noch unter, perfekt. Der macht gleich die 5 Stars Matches. Auch nicht schlecht, sag ich euch ehrlich, Chat. Mit Jay Wright, Gunther, Keith Lee, Asuka. Raw auch nicht verkehrt. Ja, SmackDown besser. Ich meine, hier kickt Cena halt rein, ne? Und die Diven Division ist stark hier. SmackDown ist stark. Aber haben auch kein Geld mehr, ne? Guck mal, NXT auch gut Star Power drin mit Cody Rhodes noch. Las Vegas, Backlash. Heute ist es soweit, die Premieren-Show. Wir setzen große Hoffnung in die... Oh, McFoley will direkt Theater machen, Chat. Wir müssen uns einen Brand als Freund halten. Die Frage ist, wen? Wahrscheinlich eher Xavier Woods, weil der Stärkste ist von seinem Können. Ja, die Cam ist immer... Ich kann die hinmachen, wo ich will. Wir haben aber mittlerweile herausgefunden, dass hier oben in der Mitte am besten ist. Bischof, wie läuft's? Ich wollte dir nur viel Glück für die kommende Saison wünschen. Wir freuen uns, es weckt am Hauptquartier hier schon da drauf. Wir backen erst, aber ich kann ihm nicht mal was sagen. Mit Leuten wie Reigns im Stall sind wir natürlich überzeugt, dass wir WCW mehr als ebenwürdig sind. Bald wissen wir es. Small Junge. So, Champion! Champion Heel, oder?
Welche Fehde wollen wir an den Mann bringen? Das ist die Frage. Gegen wen wollen wir... Ich würde schon Rollins gegen Dings machen, oder? Gegen Logan Paul. Oder wir stellen Sting als Champion und machen erste Fehde Rollins gegen Sting. Könnte man auch machen. Chad Strowman soll hier und Rollins face. Die changen einfach nur. Sting muss Herausforderer sein. Ja, bin ich bei euch. Die Frage ist halt, wer gegen Sting? Wartet mal, Chad. Wir können für Ilya Dragunov einen Tag-Team-Partner holen. Für Ilya einen Tag-Team-Partner holen, Logan Paul und Siri als Tag-Team stellen. Rollins gegen Sting, Ray gegen Bron. Und für Dragunov holen wir einen Tag-Team-Partner und lassen die gegen Logan Paul und Siri ran um die Tag-Team-Titel. So können wir es machen. Also wird Rollins unser Champ und Women's Champion. Da müssen wir natürlich noch jemanden holen. Women's gehen wir rein mit Rhea gegen Indy. Rhea gegen Indy können wir machen. Setzt das Ding in dieser Woche nicht in einem Match ein. Verlängere den Vertrag eines Free Agents oder einer Legende um 4 Wochen. Chat, wir sind WCW. Wir werden viel mit Legenden arbeiten. Das sage ich euch jetzt schon. Eigentlich brauchen wir das. Nicht in einem Match ein. Ja gut, dann machen wir eine Promo. Free Agents. Shinsuke Nakamura. Und hier haben wir die neuen. Ruby Soho. Matt Riddle. Ezekiel. 5 Wochen. Permanent wäre Bailey und Shinsuke. Triton gibt's auch wieder, Chat. Aber jetzt Legenden. Mankind. Raven. Tess. Bully Ray. Tatanka. Alle da. Der Prototyp. Mickey James auch drin. Damit wir ein paar neue haben hier, ne? Also es ist klar, wenn Bully Ray da ist, dass Devon ja auch noch mit ist, ne? Prototyp? Von der Optik her könnte das passen, ne? Raven sehe ich eher in der Solo-Dings-Chat. Eher in der Solo-Fehde. Raven wird früher oder später auch bei uns landen. Prototyp wird wahrscheinlich am besten aussehen. Also wir stellen auf jeden Fall Dings mit Logan. Serial mit Logan um die Tag-Team-Titel, aber erst bei der nächsten Show. Tanker mit Dragunov passt doch nicht, oder? Steiner wird halt auch noch passen, optisch. Und Steiner hätten wir 10 Wochen. Scott Steiner. Fehlt halt er, keine Ahnung. Ist ein Schönheitsfehler. Ihr wisst ja, wer das ist. Steiner muss turnen, das ist Quatsch. Wir bräuchten schon einen Face. Da wird der am meisten Sinn machen, sei ich euch ehrlich. Und Promo 5 von 5, Chat. Promo 5 von 5. Wir nehmen den mit. Könnte man an für sich hier schon das Tag-Team-Match stellen. Wir mausern uns erstmal mit Kohle. Wir holen uns erstmal Geld rein. Main Event. Ist ja kein Titel auf dem Spiel in der ersten Show. Free Agents. Owens ist nur für 5 Wochen da. Permanent die beiden. Scheiße, aber wird es ein Budget. Ich meine, wir stehen ja gerade noch gut da mit 900. Ich will mir nur viele Karten kaufen können, wisst ihr? Und ich will nicht überpacen. Weil ich halt weiß, wer noch mit drin ist. Ich habe jemanden auf meinem... In meinem Schädel drin, den ich unbedingt haben will. Der war aber noch nicht zur Auswahl. Den werden die OGs von euch noch kennen. Den will ich unbedingt haben. Waller rein, der soll sich hinlegen. Einfach für hinlegen holen. Ich meine, der ist ihm halt schon um 10 Pop voraus, ne? Shinsuke hat 4 Pop mehr, 5 Pop mehr, kostet aber auch 20.000 mehr. Er ist ja nicht im Match drin, wir probieren das jetzt so aus. Kann sein, dass es wirklich erst nach der Show ist. Sold out. Wähle einen gegnerischen Brand, verdoppelt den Preis der Matchkarten und Top-Matches. Es kann nur eingehen. Ein zufällig gebuchtes Last Man Standing Match in einer Show erhält eine höhere Bewertung. Das nehmen wir mit. Anfänger. Erhöhe die Beliebtheit eines der am wenigsten beliebtesten Rosters um 15. Nehmen wir auch mit. Die brauchen wir, die Karten. Superstar entwickelt einen Announcement-Talent zu einem dauerhaften Superstar. Die verwahren wir uns auch auf. Dauer aller Verträge deiner aktuellen Legenden werden um 5 Wochen verlängert. Den müssen wir dann einsetzen, wenn wir viele Legenden bei uns drin haben. Physio vor dem Match brauchen wir nicht. Last Man Standing, Sold Out brauchen wir auch nicht. Direkt nach der ersten Woche von Triple H gescammt. Ich hoffe nicht. Ich würde sagen, wir starten so rein. So kann man es machen. Hier wird herausgefordert. Show Logistik, alles. Die erste Woche wird eh für den Arsch. Können hier noch ein Table reinknallen, oder? Ich mache hier noch ein Table-Match rein. So, und danach die Woche können wir anfangen mit Strowman gegen Ray um den Midcard-Titel. Show kosten 18.000. Warum ist Turn so teuer? Weiß ich nicht. Aber ich finde es tatsächlich gar nicht so verkehrt. Mal schauen, was die anderen da gezaubert haben. 3 Sterne irgendwie. Ach, du Scheiße. Ja, Fehde geht hoch, ist gut. Race Cruiser, ja.
11.000. So, das muss jetzt mindestens 3 kriegen. Dann wäre es in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Für die erste Woche kann ich damit arbeiten. Was stellen die hier? Mandy Rose? Nicht um den Titel? Die haben gar kein Titelmatch drin, Chat. Aber die hauen direkt mit Table Hell in the Cell alles raus, ne? Die lassen einfach alles ungebucht, gehen mit normalen Matches rein und Titel. Aber krass, alle booken anders, ne? Aber guck mal! Ey, Chat, wir waren gar nicht verkehrt. Ist auch enttäuschend gewesen. NXT-Card? Ja, die hauen auf Kacke. 4-mal Hahn mit Jay White in einem Tag-Team-Match. Willst du mich verarschen, Alter? Die haben alle 3 Titel direkt. Tag-Team-Titel, die gehen komplett auf Titeljagd, ne? Jeder Brand hat komplett anders gebuckt. Die einen sind auf Stipulations gegangen, die anderen haben komplett sich kaputt gespart und NXT geht voll auf Titel. Und auch nur eine Stipulation im Main-Event drin. Voll krank, Alter. Also wenn das die ganze Zeit so ist, dann wird's echt interessant. Main-Event waren wir da. Der Rest war, ja, überschaubar. Wir haben nicht reingekackt. Fans 31.000, Geld 50.000. Ist gut. Guck mal, die haben Minus gemacht, Raw. Aber Fans ein bisschen mehr als wir. Die haben bei beiden Plus gemacht. War auch nicht viele Fans dazu gekriegt. Und NXT, würde ich jetzt mal behaupten, ist der Gewinner der Runde jetzt. Krank Fans dazu gekriegt und Geld überschaubar. LOL, Jay White ist einfach Double Champion, Chat. Tag Team plus Dings, oder? Das wird interessant zu sehen sein, wie die anderen Brands so ihre Fäden aufbauen, wie die Matches zustande kommen. Kurze Erinnerung, deine Fans wollen natürlich große Wünsche, aber sie wollen auch eine Show mit Abwechslung bei den Kämpfen. Triple H, Junge, klemme doch meinen Job hier nicht. Meine Freunde und Familie haben so lange darauf gewartet, mich live in San Francisco zu erleben. Ich bin so heiß drauf, ihnen heute Abend eine Show zu liefern. Shotzi, easy Kiste. Buche deinen unbeliebtesten Superstar mit folgenden Einschaften für die Woche. Matchkämpfer. Was kriegen wir dafür? Wellness-Einrichtung, um 18 Ausdauerpunkte zu bekommen. Oha. Auch wieder gut. So, das müssen wir nämlich jetzt kaufen. Boah, Chat, die WCW-Hallen, so geil. Ich meine, ist ja eigentlich nur anders bemalt, aber das reicht schon. Tornado Alley, ein zufällig gebuchtes Tornado Tag Match und dann erhält eine höhere Bewertung, nehmen wir. Und Match absprechen nehmen wir auch mit. Wir sammeln erstmal Karten. Bisschen craften. Paige? Morrison? Stephanie McMahon? Shawn Michaels. Tu es, du willst auch. LA Knight? LA Knight permanent wäre schon big. Aber gegen wen? Was war der Heel, ne? Heel. Warte mal, ich gucke jetzt erstmal, was wir hier starten. 60-60, eigentlich haben die viel, ne? Aber wir müssen Shotzi dollen, weil die wollen ja unbedingt. Was hatten die an Frische? 70 und 53. Könnte man hier eigentlich ein Dings machen? Ich change die beiden. Und change das, glaube ich. Muss mal eine Eigenwerbung. Ein Spot fehlt uns. L.A. Knight wäre jetzt echt nicht schlecht. Wohl L.A. Knight ist mir so scheißegal. Du kommst zu mir, Junge. L.A. Knight. Yeah! Abfahrt. Nicht schon wieder Ruhe da, das ist L.A. Knight, Junge. Das geht ja hier nicht nur 2 Wochen, Chat. Weil wisst ihr, wie viele Sachen wir hier anders haben werden noch? So viele Wochen, wie das hier geht. Und die sind ja auch alle nicht permanent, ne? Einige werden abhauen. Ich wollte es eigentlich anders machen, aber das können wir jetzt schon wieder knicken. Jetzt hätten wir LA Knight einfach gegen Sting ranlassen können und Rollins greift ein. Frage ist jetzt, wen gegen LA Knight? Warten bis nächste Woche. Könnte man auch machen, ja. Könnte auch warten. Ausdauer 60, 86, 61, 74. Das lasse ich, glaube ich, normal, oder? Aber die haben eine hohe Ausdauer. Ausdauer mittel, hoch, hoch, hoch. Mann, hier in Extreme Rules. Handhaben wir das hier so. Geldtechnisch müssen wir natürlich im Auge behalten. Aber 38.000 Showkosten ist in Ordnung. Zufällig gebuchtes Last Man Standing. Das verwahren wir uns, glaube ich, für die Shows. Genau wie das Tornado Tag ist perfekt. Okay, die Titel gehen an die beiden Faces. Okay. Okay, okay. Gut. Mittelmäßig, aber Rivalität geht hoch. LA Knight, okay. Pop 1, perfekt. Ist auch Quatsch, ne?
Wir können den Main Event angucken. Könnt ihr eine Wette machen? Wer gewinnt, Sting oder Rollins? Weil ich muss eh einmal kurz pinkeln. Aber sieht in Ordnung aus. Für das der selber erstellt ist, kann man mitarbeiten. Rollins in der Wette. Ja, ey, Chat, bisschen Nachsicht. Nicht jeder Mod weiß, wie die geschrieben wird. Ihr wisst ja, wer gemeint ist. Aber für selber erstellt sieht der, finde ich, gar nicht so kacke aus, ne? Gesichtszüge könnten ein bisschen anders sein, aber an für sich geht das klar. Feuerwerk ist im Spiel, sieht man jetzt hier, ne? Boah, das sieht so geil aus mit WCW. In the world. You're right, except for the times that that movie star and... God, that hurt. And that one... ...dodges in the nick of time. And each of these lethal maneuvers have got to be... Sting blutet, ne? Sting hat einen Cut an den Stirn, glaube ich. Oder ist dann einfach die Schminke, die Schminke verwischt. Geil. Das ist die Schminke bei Sting, ne? Die wegen dem Schweiß verwischt. Jawohl, zünd an den Tisch. Hat er mit dem Basie gekriegt? Yo, 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 was ist jetzt los? Ist aber nice, dass sie das auch so nutzen, ne? Bin doch absolut süchtig nach dem Game. Ich finde, du hast so viele Möglichkeiten in dem Spiel. Wenn du ein bisschen chillig haben willst, so zockst du MyGM-Mode. Wenn du selber, kannst ja auch selber noch ein bisschen zocken. So, ne, wenn du Bock hast, die Matches, kannst du deine eigenen Shows gestalten einfach. Wenn du so ein bisschen deine Superstars trainieren willst, spielst du MyFaction zum Beispiel. Mit deinem eigenen Squad. Online, wenn du ein bisschen Filmstuff haben willst, noch sehen willst, dann kannst du Showcase zocken. Wenn du mit deinem eigenen Charakter ein bisschen Karriere ballern willst, hast du My Rise. So, komm, let's go! Boah. Legendär ist die Schwierigkeit, wenn man selber KI macht. Aber du kannst die KI trotzdem einstellen. Also das hier passiert viel mehr wie die Matches, die wir vorher gesehen haben. Hier ist viel mehr Tempo drin. Bei den beiden. Auch was Konter angeht und so. Die nutzen ja alles aus, das haben die vorher nicht gemacht. So gut wie alle Testseiten sagen, bestes Wrestling-Spiel seit langem, würde ich tatsächlich auch sogar mitgehen. Ja, aktueller Stand. Müssen noch Triple Threat-Titel rein. Ja, dass du den Titel da einstellen kannst in einem Triple Threat. 1000%. Aber das ist eine Sache, die kannst du reinmachen. Also noch im laufenden Spiel. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz klitzekleinigkeit. Weil guckt mal, letztes Jahr GM-Mode-Chat, da haben die Tag-Team-Titel auch noch nachträglich eingeführt. Ne? Das ging auch. In dem Triple Threat den Titel verteidigen, wäre Baba. Weil dann hat der GM-Mode für dieses Jahr alles, was du haben wolltest. Und dann kannst du für nächstes Jahr an weitere Dinge rangehen. Maybe online oder sowas. Aber warum nicht gleich? Weil man auf gewisse Dinge nicht achtet. Guck mal, wie viele Modis in dem Spiel gibt, Alter. Das ist nicht mal eben in 20 Minuten erstellt. Einige Publisher wollen sich gewisse Dinge auch offen halten, damit sie Neuigkeiten haben fürs nächste Jahr. Wie macht ihr das eigentlich mit René? René wird hier vorbeikommen müssen und Slivo ist über Discord am Start und ich mache Shareplay an. Und Controller-Freigabe für ihn. Heißt, Slivo sitzt zu Hause und René sitzt hier neben mir. Also kann ich den Live-Backpfeifen verteilen, wenn der auf mich geht. Ich frage mich, ob AEW genauso geil wird als Spiel. Auf gar keinen Fall. 1000% nein. Du musst dir nur die Grafik angucken und die physikalischen Gesetze in dem Spiel, was du bisher gesehen hast. Das ist ein Spiel, das machst du mal für 10 Minuten an und danach wieder aus. Also change my mind. Da geht ihr zu dritt rein, wenn wir aus Amerika wieder da sind. Ist ja schon übernächste Woche. Wenn wir in Amerika sind, ja. Aber ich bin ja nicht nur 2 Tage da, ich bin ja eine Woche da. Also rechne mal so mit Mitte April. Also eine Sache muss zu Bruch gehen noch. Entweder der Tisch oder die Leiter. Eine Sache muss knacken. Wird aber, glaube ich, nicht mehr. Das war's. Curbstorm Ende.
Na, wichtig! Wichtig für Matchbewertung. Near Fall immer wichtig. Und jetzt mach Comeback, Junge. Ja, mach Comeback! Jetzt haben wir ein Match. Ja! Wie habt ihr gewettet? 55% auf Sting. Der nächste blutet. What? Was war das denn für ein Curbstomp? Bro! Holy! 4 Sterne. Wichtig. Das war der Move, den René zuletzt meinte. So krank. Habt ihr zum ersten Mal gesehen jetzt. Alter Vater, ey. Und Rivalität nimmt zu. Puh, kann man mal machen. R-Truth Midcard-Titel. Asuka. MVP gegen C. Also ich bin ehrlich, der Raw-Squad sieht nicht gut aus, ne? Ey, aber wenn ich das mir so angucke, stehen wir gar nicht so schlecht da, ne? Wenn das jetzt auch nur 3 Sterne ist. Okay, das geht auch auf 4. Die gehen rein mit einem Triple Threat. Kein Titelmatch die Woche. Und mit Orton Baylor im Main Event. Triple Threat zum Auftakt. Da bin ich ja mal gespannt. Wiederholt Edge statt Dingen. Okay. Dana Brooke. Und Orton gegen Baylor. Auch nur gut. SmackDown müssten wir eine Tasche haben. Ich verstehe das nicht. Bro, Jay Wright ist Champion und die packen den mit 4-mal Hahn in ein Tag-Team rein. Ohne Spaß, hab grad selber Bock, GM zu zocken und Raw hat durchgehend MVP gegen Cena um den Titel gemacht. Das hat mich getriggert, weil es die ganze Zeit 400 Bewertung hatte. Ja gut, musste Karten einsetzen, dafür sind die Karten gut. Dass der gegnerische Brand seinen Champion nicht stellen darf oder sowas. Hinten raus gehört die Show uns, Chat. Ey! Wir sind im Anfangsteil sind wir Zweiter, halt gleich auf mit den anderen. Dann in der Mitte, gleich auf, aber Erster. Vorletzte Match gehört komplett uns und Main Event sind wir auch auf gleicher Höhe. War wieder eine stabile Woche. Frage ist jetzt mit Geld. 48.000 plus, Money Money, 40.000. Hauptsache wir machen immer stabil plus. 44,39. Fans haben wir mehr bekommen. 46. Aber die haben alle noch ein bisschen Geldprobleme, ne? 40-40. Aber wir kriegen die Wellness. Wellness 3er ist gut. 2 Wochen bis Backlash. Hey, ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich vorhabe, Raw zur Nummer 1 zu machen und zwar dauerhaft. Boah, Stephanie, weiß ich jetzt nicht. Wenn wir Superstars wie John Cena haben, keine Chance. Ja, dann würde ich den vielleicht auch mal in einem Titelmatch einsetzen. Du Fraduli, du ey. Lass in dieser Woche deinen beliebtesten gegen deinen unbeliebtesten Wrestler antreten. Showgebuchte GM eingreifen bringt zusätzlich plus 2. Das ist halt gut, dass wir die direkt mitnehmen können, ohne dass wir in Geldnot kommen. Sind wir hier direkt am Limit. Matchkarten. Superstar-Training entwickelt in einem Land mit Talent zu einem dauerhaften. Das haben wir. Je größer sie sind, ein zufällig gebuchtes False Count Anywhere Match in einer Show erhält eine höhere Bewertung als normal. Auch das werden wir mitnehmen. Dann sind wir denen beim Pay-Per-View allen um einen ganzen Schritt voraus, weil wir keine Fäden zwingend brauchen, ne? The Miz! Permanent! Jetzt halt ein Tag Team direkt, ne? Aber nur für 5 und 10 Wochen. Riddle permanent, Ricochet permanent. Boah, alle permanent hier, ne? Diamond Dallas Page! Und der junge Randy Orton. Finde, das Spiel macht wieder so süchtig. Ja, der Modus hier, also keine Ahnung. Ich finde, der Modus bockt so unfassbar. Weil der alles beinhaltet. Wenn du zocken willst, kannst du zocken. Kannst deine eigenen Fäden erstellen. Klar, du hast keine Cutscenes, so. Aber alles geht halt auch nicht, ne? So, heißt hier machen wir jetzt... Ausdauer ist zu gering.
Ausdauer 72 gegen 66. Können wir hier auch wieder machen. Oh, The Miz gegen LA Knight hätte auch was, ne? Das Problem ist, LA Knight ist halt auch Heel, ne? Die sind beide Heel, Miz und LA Knight. Das ist halt scheiße, da geht uns eine Woche flöten. Ich hätte gern zwei so Dings gegeneinander. Weil, wisst ihr, zwei so Promo-Monster gegeneinander. Weil The Miz gegen LA Knight habe ich Bock. Die beiden Hosts von WrestleMania. Ja, LA Knight wird da noch mit reinrutschen. Das wisst ihr alle nur noch nicht. Ich habe gesprochen. Wir nehmen Miz mit. Okay, das geht nicht. Wir machen Miz als Face und wir können das trotzdem stehen lassen. Wäre geil gewesen, hätten wir hier noch Miz eingreifen lassen können. Stimmt, beliebteste Face? Stimmt, beliebtester Face war das. Ja, aber ich lasse doch nicht Ray gegen Dings antreten. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich lasse ja nicht Ray gegen Rollins. Was ist das für ein Blödsinn? Weil wir brauchen das für die Dings-Herausforderung, ne? Um welchen Titel geht's denn? Um den World? Guck mal, das ist aber geil, Chat. Ey, es kann Doppel-Champions geben. Das ist cool. Du kannst hier sagen, um welchen Titel es geht und einer hat zwei Titel dann einfach. Das ist nice. Du kannst deinen eigenen Roman Reigns machen. Aber wir machen aus. Wir können aber einen Eingriff machen. Ich mach das weg und so machen wir das. Wir können die jetzt nochmal in einem TLC reinlassen und nächste Woche halten die einfach nur eine Promo. Damit die ein bisschen fitter werden. 61, 43, das lassen wir mal nochmal. Doch, so können wir durchschicken. Wir müssen jetzt gucken, dass wir ein bisschen Geld sparen. 65.000 für eine Show ist in Ordnung. Das ist erfüllt. Buche 8 Table Matches. Dann machen wir das Table. Das Match zündet trotz Rivalität irgendwie gar nicht, ne? Hätten wir schon tauschen müssen. Ja, wenn jetzt der Main Event. Wenn jetzt der Main Event abliefert, dann wäre gut. Stark! War wieder eine gute Show. Konstant gesteigert hinten raus. Cena gegen MVP. Okay, wilde Konstellation. Titelwechsel. Die beiden kannst du auch im Tag Team packen, ne? Also mal no joke. Die kannst du so easy im Tag Team packen. Wochenende! Ich bin dein! Titel. Hauptevent. Ist das Fatal 4-Way? Ja, ne? Extreme Rules. Da bin ich ja mal gespannt, was das für eine Bewertung kriegt. Da gucken wir uns mal an. Aber nur okay. Hinten raus haben sie reingeschissen. Verteidigt Jay Wyatt auch mal seinen Titel oder und nicht mehr? So, die Matchcard sieht beschissen aus. Hinten raus haben wir wieder angezogen. Aber SmackDown, die... Guck mal, SmackDown komplett falsch rumgebuckt alles. Raw hat am besten gebuckt. Bei NXT auch. NXT und Raw haben am besten gebuckt die Woche. Gehen wir aufgefüllt wieder mit Platz 3 hier raus. 80.000 plus, let's go. 45. 5K nur, die geben viel Geld aus, das stimmt. Viel Kohle haben die auch nicht. Und die machen sogar Minus NXT für 37.000 plus. Coast to Coast. Fantechnisch werden wir beim Pay-Per-View anziehen, glaube ich. Da werden wir rankommen. So, eine Woche vor Back. Was ist das denn hier? Aufgepasst, dass der Ausdauer unter 40. Ist ja gut. Bro, ich habe in letzter Zeit viel geredet. Tolle Idee, als Tag-Team zusammenzuarbeiten. Das halte ich für absoluten Kokolores. Plane diese Woche ein Eingreifen bei deinem beliebtesten verfügt. Das können wir doch sogar machen. Rollins ist der beliebteste. Strowman und Ray, keine Fehde, Alter. Genau wie die Tag-Team-Titel auch nicht. Wir haben halt nicht mehr viel Face, die eingreifen können. Aber das müssen wir halt stellen. Aber ich will, dass das Ding eingreift. Ja, nee, du brauchst ja einfach nur runterladen und dann Dings. Und dann musst du deinen Draft, bevor du in GM-Mode reingehst, Draft einstellen, dass du den selber machst. Und dann kannst du angehen und hast du alle Wrestler, kannst sie auf aktiv, deaktiv, Legende schalten. Aber wir lassen was ungebucht. Weil können wir uns auch nicht erlauben, weil hier muss eine Fehde starten langsam mal. Ja, nehmen wir mit und setzen direkt ein. Ah! Gegen wen? Welcher Brand ist am stärksten gerade? SmackDown oder NXT würde ich nehmen. Das Problem ist, wir fangen Krieg an. Und die haben beide eklige Sachen.
Der kann Verletzungen uns zufügen und der kann uns einfach einen Superstar klauen. Wir machen uns Xavier Woods zum Feind. Absolut dämlich, aber wir machen's. Zufällig Last Man Standing haben wir schon einen, ne? Aber zwei mitnehmen ist halt gut für Bewertung, ne? Wobei Last Man Standing beendet keine Fehde. Ich mache jetzt was, um eine Fehde zu starten. Weil die beiden sind fit. Wir schieben das auf die 1. Und Paul hält eine Werbepromo. Jeff Hardy! Doch, wir geben das so durch, glaube ich. Ich glaube, das kann man machen. Fehden hätten wir für die erste Show. Stimmt, die Karte müssen wir einlösen. Einmal die Karte einlösen. Diese Woche ist kostenlos. Brauchen wir nicht. Dauer aller Verträge. Legenden brauchen wir auch noch nicht. Mit dem Tornado Alley können wir aber was dribbeln bei den Tag Team Titeln. Das ist doch schon mal gut. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal ein Match mehr. Plane diese Woche ein Eingreifen bei einem deiner liebsten Superstars. Das haben wir gemacht. Ja. Ne, ich mache nicht jede Woche jetzt ein Table. Wir haben ja auch bei den Großveranstaltungen eh ein Match mehr auf der Card. Können wir das dafür nehmen? 4 Stück, sehr gut. Und Rivalität aufgebaut. 11.000. Die werden jetzt reinscheißen, beide, glaube ich. Oh, immerhin, 2,5. Habe ich nicht mitgerechnet. Die geht auch hoch auf 3. Auch 3, hätte ich nicht erwartet, ne? Und Titelwechsel vor Pay-Per-View ist stark für die Dings, für die Rivalität. Gehen wir mit 4 vollen Klötzen rein. Cena MVP, die Junge, Alter. Booken auch nur das Gleiche hier, ne? Triton haben die geholt! König Triton! Ja, und jetzt fängt SmackDown so ein bisschen an langsam, ne? Reigns gegen Orton. Aber ey, Bro, in der Mitte? Und Jay White ist einfach, er verteidigt einfach seinen Titel nicht, ne? Juckt einfach nicht. Und hier kriegt er auf die Fresse. 4, 3,5. Geht an uns die Woche, Chat. Raw hat sich komplett verbuckt. Ja, NXT wieder, ne? Ich würde aber sagen, Punkte gehen für uns, weil wir den besseren Opener hatten. Wir hätten halt das erste Match ans Ende packen müssen. Aber wieder eine gute Woche. 70.000 nochmal gemacht. Oh, Raw hat aber gut nachgezogen jetzt, trotz einer Basulikard. SmackDown kackt komplett rein. NXT ist gefährlich. Ja, wir kriegen die Reha. NXT gefährlich. Mein Vertrag läuft Ende der Woche aus. Du bist Tag Team Champion, du Bratwurst. Wie wär's mit 29? Sehr gut. Den Feind, den wollten wir nicht haben, Chat, eigentlich. Xavier Woods ist so scheiße von seinen Fähigkeiten. Buche in dieser Woche mindestens einen Backstage-Brawl. Oh? Könnte man überlegen. Was kriegen wir dafür? Boah, schon wieder Wellness. Das war eigentlich ein Backstage-Brawl, der ist so teuer. Der GM der Superstars erhöht die Moral der ausgewählten Superstars. Vertragsverhandlungen nehmen wir mal mit. So, wir haben Tornado Alley. Tornado Alley. Tag Team. Backstage Brawl zwischen Ray und Strowman, Jungs? Ich glaube, wir können uns das nicht leisten, Chat. Guckt euch das mal an hier, ey. Weil wir haben noch 100.000. Boah, das wird schwer. False Count Anywhere hätten wir auch noch. Last Man Standing, bei wem hatten wir das? False Count Anywhere und Last Man Standing. Oder wir verwahren uns das Last. Oder wir machen hier Last Man Standing? Weil wir jagen die einfach in den Tables Match für die Dings. Für das Commissioner-Ziel. Ja, stimmt. Die können wir tauschen. Die Frage ist jetzt, lassen wir etwas ungebucht? Beim Pay-Per-View eigentlich dumm, ne? Sammy Vortex. Was ist das denn, Alter? Ist das ein Zombie hier oder was? Medical Bill. Ja, wegen den Dreien. Die 10k, die können wir investieren. Besser als wenn wir die Scheiße ungebucht lassen. Da können wir lieber Geld verdienen. Ich hoffe, der spült mehr ein als die 10k. Wahrscheinlich wieder nicht. Oder wir bauen das Match auf und lassen die gegeneinander ran. Ich weiß es nicht. Oder wir nehmen uns die Fehde mit. Ich glaube, wir lassen die beiden die Promo halten, Chat. Weil wir brauchen einfach die Kohle. Und Miss hat eine 5. Und LA Knight hat eine 4. Das macht mehr Sinn, glaube ich. Da
Dann können wir uns für den nächsten Pay-Per-View aufbauen. LA Knight gegen The Miz. Das brauchen wir hier gerade nicht auf der Card. Die Mitte kann reinscheißen. Das ist die Frage, lassen wir es ungebuckt? Weil das macht auch noch keinen Sinn. Das macht erst Sinn, wenn wir mehr auf Max haben. So, dann zahlen wir halt gefühlt gar nichts, ne? Und jetzt gerade ist noch Werbung und Dings noch weiter unten. Das wäre verschenkt. Das Last Man Standing behalten wir uns auch. Wellness geht nicht. Der Hawk noch hier wäre geil. Hätten wir ein Tag Team gehabt. Die hätten wir auf die Tag Team Titel ansetzen können, aber... Ich glaube, ich nehme Animal mit. Und wir spekulieren, dass Hawk zeitnah kommt. Dann hätten wir was für die Tag Team Titel. Ich mache das so. Hoffen, dass Hawk kommt. Mir ist egal, Chad. Welches wollt ihr gucken? Was ist der beste Brand in Real Life? Fragen mich immer, woran man das erkennt. Das, was dich am meisten unterhält. Die einen sagen, AEW ist der beste Brand. Die anderen sagen Raw. Die anderen sagen SmackDown. Einige sagen NXT. Dann kommen dir welche mit New Japan. Ist immer die Frage, wo du am meisten Lust hast zuzuschauen. Zweite Match gucken wir uns an. Entweder spielen wir Match 1, Match 3, Match 4 oder Match 5. Entweder 1, 5 oder 4. Match 3 ist Quatsch. So funktioniert übrigens der Wahl in Köln. Ja! So nicht die Frauen, weil ich pinkeln muss. Sonst hätte ich Rhea gespielt. Aber ich will erst im Match, dass es läuft zum Gucken, weil ich pinkeln muss. Dann lassen wir das Rad entscheiden, welches Spiel wir gucken, welches Dings wir zocken. Wir lassen das Rad entscheiden, welches Match wir spielen. Match 5. Also zocken wir das letzte Match, den Main Event. Jetzt gebe ich noch ein, wen wir spielen. Gucken wir noch, wen wir von den beiden spielen. Ja, mein Fehler. Entschuldigung. Sorry, habe ich wirklich nicht gesehen. Entschuldigung. Nicht, dass mir einer noch Partei erzählt. Wir spielen Rollins. Wir spielen Rollins. Meine Fresse, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ehrlich, gegen das Schicksal bist du machtlos. Mann. Dann nehmen wir Rollins. Ist er eher, KI ist er eher auf legendär eingestellt, wenn wir ihn maximal auf Fresse kriegen. Genauso gehen wir rein. Titel sind alle drin. Bam, 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 zap, zarab. Abfahrt. 215.000 kostet uns die Show. Wenn die reinscheißt, sind wir am Arsch. Komm, let's go. Let's go, let's go. Komm, im schönen 5 Sterne reingehen. Titel bleibt. 4,5 ist in Ordnung. So, jetzt Kohle machen. 13.000. Und das anschauen. Immer noch Entrant? Was ist das denn? Ach so, aber er war der Letzte. Entrance ist sehr leise, okay. Introducing the challengers at a combined weight of 405 pounds. Austin Theory and Logan Paul. Ah, hopp hier, Junge, mach fertig. Creator Mode habe ich eigentlich nicht an, ne? Habe ich bewusst nicht angemacht wegen den Entrances halt, ne?
illegal at once, and the action never stops. This is a bisschen laut, ne? Aber hätten sie ihm doch wenigstens die rote Hose geben können bei Cena, die er auch anhatte gegen Kurt Angle. Die Menümusik habe ich runtergestellt. Cena ist Free Agent, deswegen grün. Den Showcase habe ich ja. Habe ich ja gespielt, sonst hast du den Cena ja, glaube ich, sowieso nicht, ne? Muss man die Leier kennen. Ist NXT UK gewesen, glaube ich, ne? Der hat dieses kranke Match gehabt gegen damals noch Walter. Der hat Walter, glaube ich, den Titel abgenommen, oder? Ist er, ne? Und der kann, glaube ich, auch Deutsch, ne? Der sieht halt für jemanden, der nicht so viel Wrestling guckt, sehr unspektakulär aus, ne, von seinen Dings. Aber ich glaube auch, der hat richtig was drauf. Deutsch-Russe, okay. Draganov bei alte WXW. Hätten die den doch auch noch damit reinpacken können, Chat? Der passt doch da auch rein. In Imperium. Vielleicht hauen sie den rein, dann ist Imperium das nächste große Stable. Reinpassen wird der da doch. Catchphrase ist auch unbesiegbar. Eigentlich könnten die den doch da gut reinpacken dann. Weil rein auch aus optischen Dings wird das auch passen. Der wird übrigens ill ausgesprochen. Okay. Bisschen ähnlich vom Look wie Luke. Ja, aber passt ja. Eigentlich, du hast... Alle passen da eigentlich rein. In Imperium. Und wenn du ihn noch dazu holst, warum nicht? Lässt du ihn als Single-Wrestler und die anderen beiden im Tag-Team. Und er geht für die... Für die Midcard-Titel, sag ich mal, an den Start. Und Walter geht auf den Großen. Machen könnte man das. Eieiei. Okay, komm zurück. Ich hätte gedacht, er gibt auf. Und dann als Name Blutlinie. Blutlinie 2.0. The echte Blutlinie. Kommt der Jim morgen schon auf YouTube? Ja, ich werde mich ranhalten. Ich werde mich ranhalten, dass der morgen kommt, damit die Leute, die jetzt erst zugeschaltet haben oder so, sich up-to-date bringen können für den Sonntagstream. Und Sonntag werden wir dann zwei Dings spielen. Sonntag werden wir zwei Pay-Per-Views zocken. Oh, Finisher, Ende? Hä? Einfach ein Double-Pin, Alter, what the fuck? War einfach ein Double Pin. War ein Statement, Chat. War ein Statement. Double Pin ist ein Statement. Die Enden sind bisher halt echt nicht schlecht. Klassiker. Zu Recht. Double Pin am Ende ist nice. Kann man machen. 4100? Was ist das denn für eine Krüppelsumme, Alter? Hab ich noch nie gesehen. Seit wann gibt's da krumme Summen? 4100. 3,5. Zum Glück haben wir das da hingepackt. 11.000. Den 100 hat er selber gezahlt, damit er den... 4 auch gut gebuckt. Und das haben wir jetzt selber in der Hand, ne? Das haben wir selber in der Hand. Eieiei. Leg dich hin fürs Ding. Ich habe jetzt auf legendär eingestellt. Das wird jetzt nicht so einfach, weil so drin in dem Spiel... Merlin, kannst du Wette machen, ja? So drin bin ich noch nicht in dem Spiel. Und auf legendär wird es jetzt richtig ekelhaft werden, glaube ich. Oh, oh, oh. Bro, wie dreckig ist denn die Ringmatte hier? Guck mal, voll schmutzig. Putz mal hier einer. Kann ich die eigentlich auch boxen? Geht das hier in dem Spiel? Oder geht's bei ihr nicht? Geht auch? Der blockt doch alles. Aber ich kann das auch. Steh auf. Ja, perfekt.
Huch! Huch! Ey, pin mal nicht so viel, Junge! Junge, wie oft blockt der denn? Komm mal her hier! Antanzen! Ist ja nicht mehr normal! So, da sind wir doch wieder. Psst. Keine Chance, ne? Ja! Bro, der steht ja direkt wieder auf. Hör doch mal auf zu pinnen hier alle zwei Minuten. Junge! Junge, kannst du mal liegen bleiben? Flippegel aus, ne? Ja, liegen. Der steht schon wieder auf. Ach, komm schon! Komm, auf den Schuh. Ach, der move doch nicht. Willst du den schlagen? Keine Ahnung. Wie sollst du den schlagen? Alles kontert der. Und das Match war beschissen. Das Match war nicht gut. Was? Legendär! Legendär! Einfach nichts passiert. Einfach nichts passiert. Perfekt. Die kontern alles, ne? Das ist fürchterlich. Ich habe ja schon bei normal noch Probleme gehabt. Aber legendär ist nochmal eine ganz andere Stufe. Ich meine, fürs Showing war es perfekt, dass Ding jetzt das Ding holt. Auch für die 5 Sterne mit Titelwechsel. Aber ich wollte das Match wenigstens länger ziehen. Aber mit den Pin-Dingen, da bin ich auch noch nicht so ganz drin. Guck mal, die alles ungebucht. Alles ungebucht. Für meine Punkte war das perfekt. Ja, da müssen wir noch reinkommen, ey. Man wird auch noch voll oft hektisch, finde ich, in gewissen Situationen. Wenn ich ein bisschen souveräner bin, was das Auskicken angeht. Oh, die buchen ja richtig gute Sachen hier. Langweilig, langweilig, mittelmäßig. Ja, das ist ja ein toller Pay-Per-View. Bester Pay-Per-View. Also ich sage euch ehrlich, Raw kannst du vergessen, Chat. Da geht ja gar nichts. Raw kannst du komplett in der Pfeife rauchen. Auch nicht gut. Alles ungebucht, ne? Alles ungebucht. Ja, auch komplett verbuckt. Dann hätte auf V1 gemusst oder als letztes. Raquel. Enttäuschend. Ja, das kann doch nicht funktionieren. Keine Fehde, nix. Junge! WCW for the win, sag ich euch, wie es ist. Junge, was bucken die für eine Kacke da? Jay White, False Count Anywhere. Der braucht seinen Titel überhaupt nicht verteidigen hier, ne? Das ist ja nicht ein Titel auf dem Spiel. Kannst auch wieder das alte Pinsystem. Nee, aber das ist ja gut. Das Pinsystem ist ja gut. Aber da muss man reinkommen halt. Weil so kickst du nicht 100% der Fälle immer aus, ne? Schlecht finde ich das nicht. Aber ich muss mich daran erst so ein bisschen gewöhnen, wann man am besten drückt. Das ist, was die hier bucken, ne? Erst voll krank zum Start, jetzt komplett wirres Zeug. Ich meine, das ist ja schon besser hier in NXT, aber die anderen beiden. Na gut, guck mal. Die Matchcard an für sich sieht scheiße aus, aber die Matches funktionieren, ne? NXT ist, glaube ich, unser stärkster Konkurrent. Aber der Pay-Per-View geht gnadenlos an uns. Wir geben kein... Doch, Matchphase geben wir nur in der Midcard ab.
Genau das mittlere Match geben wir ab, den Rest holen wir uns alles. Und das Hauptevent ziehen wir komplett davon. Fans, 166 Tage... Lief doch top! Chat, alles für die Fans. Wir haben alles gegeben für die Fans. Minus 50.000. Wie viele Fans haben wir denn dazu gekriegt? Wir haben fast 100.000 mehr als Raw. 60.000 mehr als SmackDown? Aber die haben halt alle Plus gemacht, ne? Und 60... Oh, die haben aber auch gut. Die haben ja komplett reingeschissen. Das war unser Pay-Per-View-Chat. Den lasse ich uns nicht schlecht reden. Der war super. Der war spitzenmäßig. Und jetzt kommt der Shake-Up. Eins. Nach fünf Wochen? Vier Wochen sind wir auf eins. Erste Mal. Budgettechnisch, wenn ich mir die anderen angucke, geht's ja noch, ne? NXT hat halt ein bisschen Geldprobleme. Aber ist noch ein long way to go, ey. Hä, wo ist denn Shake-Up-Chat? Wieso kam kein Shake-Up? Schau mal tatsächlich nur mal, wie hast du das bitte hingekriegt? Ich bin die Nummer 1, ist einfach so. Ich höre auf meine Stars und gebe mein Geld klug aus. So, was willst du von mir, du Flasche? Gutes Lebensmotto, nicht schlecht, aber nächstes Mal kriege ich dich. Blödsinn. Die letzte Show war echt der Hammer, das muss ich dir lassen. Meld dich mal bei mir. Ich habe mir kaum Mühe gegeben, aber viel Glück beim Mithalten. Die Weiber stehen drauf, wenn man abweisend ist, Chat. Es war nur eine einzige Show, so viel Glück hast du nicht nochmal. Welche zeigen. Ich bin fertig mit der WCW. Zeit, meinen Vertrag zu zerreißen und weiterzuziehen. Piss dich doch. Hast du eh verloren. Vergiss es. Dachte ich mir schon. Auf Wiedersehen. Hau ab, Prototyp, Junge. Du hast deinen Titel doch eh verloren, du Flasche. Momentan fühle ich mich wie der Prügelknabe vom Dienst. Egal was, mein nächstes Match will ich gewinnen, okay? So, hier ist es doch. Ganz unten angefangen. Superstars über 65. Popularität verlieren 15. Dafür gewinnen 7 zufällige 35. Da ist es doch. Alle aktiven Rivalitäten. Oh, Chat. Uff. Extreme Matches sind kostenlos, aber die teilnehmenden Superstars verlieren mehr Ausdauer. Auch stark. Drei geile Karten. Weil das Problem ist halt, unsere Champions, wir werden Champions ohne Pop haben. Und Rivalitäten könnten wir dann richtig chillen, weil alles auf 4 ist. Und wir hätten bei unserem Pay-Per-View alle Rivalitäten safe auf 4. Wir müssten uns darum keine Gedanken machen. Wir könnten jede Show schonen und einfach nur Promos laufen lassen. Machst du Eigenwerbung und Promos für die Champions? Ja, ist auch ein Call. Ist auch ein Call. Dann nehmen wir die Mitte. Dann nehmen wir die Mitte und gucken, was passiert. Rollins 90! Geht ja sogar noch. Die Tag-Team-Dings sind jetzt halt am Arsch. Aber der Rest geht klar. Ripley hat den eh verloren. Misty sind geblieben. Eigentlich war das gut. Eigentlich war das echt gut. Weil wir die beiden jetzt auf Dings haben. Shotzi hat guten Pop, aber für die müssen wir eine andere Diva holen jetzt. Strowman einfach mit einer 99. Beide 99, ne? Pop 90 und Sting als Champion 65. Das passt aber eigentlich. Ausdauer 17, 13. Ja gut, für die dann am besten keine Promo, für die halt Promo halten, kein Match machen. Ausdauerwerte sind halt für den Arsch. Müssen wir mal schauen. Wellness müssen wir mitnehmen. Vertragsverhandlung nehmen wir mit. Einer muss jetzt hier Wellness kriegen. Wellness 3. Wer ist denn hier komplett am Arsch gewesen? Rollins ist komplett am Arsch. Bestätigen und Sting auch. Wir müssen beide aus den Shows schreiben. Ich kann nur einen machen, ne? Fuck! Wobei, hier haben wir einen Zweier noch. Wobei, wenn der eine Eigenpromo hält, dann geht der doch trotzdem hoch. Dann mache ich das bei dem nicht. Buche in dieser Woche mindestens ein Ironman-Match. Ja, weiß ich nicht. Für die Story an für sich wäre es jetzt nice, wenn Siri und Paul noch Champion bleiben bis zum nächsten Pay-Per-View. Die sich jetzt battlen gegen den Eli da, gegen den Ill. Und dann kommt Cena in dem Gimmick wieder und hilft ihm und die gehen wieder auf die Tag-Team-Titel. Vom Gedanken her nicht schlecht, aber umsetzen schwierig. Die Cola haben wir nicht. Was gibt's denn für Matchkarte nochmal? Die haben wir schon. Das Roster ist halt immer noch zu klein, ne?
Aber wir haben gerade keine Kohle, dass wir was machen können. Wir müssen einmal eine richtige Spardings machen, Chat. Wir müssen einmal richtig sparen, damit wir hier was tun können, glaube ich. Ist, glaube ich, besser.